Eine klimaschonende Zukunft wird es nur mit Innovationen geben. Allein der Bau immer neuer regenerativer Energieanlagen ist zumindest dann nicht umweltschonend, wenn wir gleichzeitig in Schleswig-Holstein Strom aus diesen Energieträgern in Höhe von 600 Millionen Euro nicht nutzen. Ich werde mich für die Förderung energieschonender Umbaumaßnahmen ebenso einsetzen wie für die Erforschung nachhaltiger Antriebsstoffe. Das DLR-Institut mit seinem zukünftigen Standort in Geesthacht ist hierfür ein gutes Beispiel. Dank des großen Engagements von Norbert Brackmann wird dann im Wahlkreis unter anderem an der Nutzung und Speicherung von Wasserstoff geforscht. Genau das ist auch mein Antrieb. Forschung vorantreiben und in unserem Wahlkreis einen Zukunftsstandort generieren. Mit neuen Ideen, mutiger Wirtschaftskraft und neuen Arbeitsplätzen. Dafür werde ich mich einsetzen und hoffe, dass Sie mich auf diesem Weg unterstützen.